Ja, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mal wieder ein Klasse 1 Artikel, und zwar der Magic Spinball vom Panda, sozusagen der kleine Bruder vom XXL Magic Spinball vom Panda, hier dann nur ohne Pfeifton und ein bisschen schwächeres Crackling. Wie auch beim XXL Magic Spinball stehen hinten keine NRM-Angaben drauf, sondern nur sowas, was man eigentlich kennt, Klasse 1, BAM-Nummer und so weiter. So viel kann man dazu jetzt ja auch nicht sagen. Haben wir hier jetzt mal einen einzelnen, eigentlich genauso aufgebaut wie der XXL Magic Spinball, nur ein bisschen kleinere Crackling-Kammer und hier unten dann ohne den Pfeifton. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Test.